Willkommen zurück. Und wir fahren heute wieder nach Thun. Denn ich muss heute was abholen. Das sage ich euch im Video. Oh mein Gott, das wackelt jetzt sehr. Also ich muss die Kamera mal wieder umstellen. Jedes Mal habt ihr sowas, ja? Dass ich fahre und dann... Ah, was ist denn los? Wo ist denn der neue Blitzer hin? Abmontiert. Interessant. Schon zu bekannt, glaube ich. Also, jedes Mal so, man fährt los und obwohl man das gemacht hat, diese Saugnapfhalterung und dieser Arm, manchmal wackelt es halt trotzdem. Ja? Also, wir halten noch mal kurz an. Hier, irgendwo, bei der Used Car Garage Ding, Ausverkauf, Lagerverkauf, Interlaken und so weiter und schieß mich tot und machen die Kamera noch mal fest. Und dann erzähle ich euch, was eigentlich heute abgeht. Wir haben ja die ICE aus Deutschland. Hallihallo. Ist ein ICE 2, der alte noch. Ist ein schicker Zug, muss ich echt sagen. Ist ein wirklich schicker Zug. Sieht ja mit der Kamera nach vorne aus. Also, wir machen ja weiter mit unserer Sprit-Spar-Challenge. Mein Gott, ist das ein Zungenbrecher. Sag das mal hintereinander, dreimal. Sprit-Spar-Challenge. 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 Ist nicht so einfach. Und wenn ihr es jetzt probiert habt, dann lacht ihr bestimmt genauso wie ich. Ja, es ist echt nicht einfach. Aber gut, wir machen weiter. Wir fahren heute nach Thun, weil ich hatte gestern ein Meeting gehabt, was wirklich, wirklich sehr, sehr geil war. Meine Fresse wackelt die Scheiße. Fick mich. Ey, Mist. Also ich muss sie wieder anhalten. Das gibt's doch nicht. Unglaublich. Moment, ich mach mal so, vielleicht wackelt es dann weniger. Nee, wackelt genauso scheiße. Aber gut, ich stabilisiere es und hoffe, es ist nicht zu schlimm. Also, ich hatte gestern ein Meeting in Thun, was wirklich sehr, sehr wichtig war. Und es war erfolgreich. Und dieses Meeting hatte zur Folge, dass ich regelmäßig mit neuen Autos oder mit neuen Autos versorgt werden. Nicht mit neuen Autos im Sinne von, dass ich ja alle drei Monate ein neues Auto bekomme, sondern dass ich jede Woche ein Auto zum Testen zur Verfügung gestellt bekomme. Also jede Woche ein neues Auto. Und das ist mit einem Autohaus, was glücklicherweise nicht nur eine Marke führt, sondern eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Marken führt. Was zur Folge hat, dass ich ein Carpool oder ein Portfolio an Autos von über 75 verschiedenen Modellen habe, die ich dieses Jahr testen darf. Und wir fangen dieses Wochenende an und ich bin auf dem Weg und hole das erste Auto ab. Also diese Marken werden sein, also die sechs. Suzuki, Mazda, Jeep, Opel, Subaru, Citroën. Diese sechs Marken werde ich dieses Jahr für euch testen. Vielleicht andere, weiß ich noch nicht, aber diese sechs Marken wird es auf jeden Fall geben. Und gestern haben wir die ersten fünf Wochen verplant oder geplant. Das heißt, über die nächsten fünf Wochen werde ich fünf verschiedene Autos haben, unter diesen Marken aufgeteilt. Es wird vor allem Fokus geben, also diese Videos werden für Auto-Review gemacht, aber ich habe die Autos ja und werde euch immer hier ein bisschen Kurztest vorstellen. Und ich habe geplant, diese Autos werde ich auf dem Kanal, auf Patrick331, in der Art vorstellen, wie ich das mit dem Ford C-Max gemacht habe, in POV. Es wird eine Mischung aus ein bisschen Carporn geben, ums Auto herum, dann wird es eine Vorstellung geben, eine kurze, und dann gibt es eine POV-Perspektive, wie ich das fahre, damit ihr mal so dieses Cockpit-Erlebnis habt. Auf Auto-Review wird es wie gehabt, ja, englisch und deutsche Videos geben, komplette Review. Hier alles ein bisschen kürzer gefasst, mit POV-Perspektive. Und da freue ich mich extrem drauf, wirklich freue mich extrem drauf. Und was mich auch wirklich freut, Entschuldigung, was mich auch wirklich freut, ist, dass es auch mal kleine Autos geben wird. Und genau mit so einem fangen wir heute an. Wir werden heute den allerersten abholen. Das ist ein Suzuki Ignis. Und ihr werdet sagen, oh mein Gott, so ein kleines Auto, so ein kleiner Hubraum.
Aber ich muss euch echt gestehen, ich stehe da irgendwie drauf. Irgendwie haben es mir diese City Cars, diese kleinen Autos angetan. Und ich freue mich wirklich, auch diese kleinen Autos testen zu dürfen. Ich hoffe, ich kann einen C1 bekommen, weil den finde ich persönlich irgendwie ganz cool. Der Ignis, den fangen wir ja heute an. Dann, was wird es noch geben? Was gibt es noch für kleine Autos? Adam, wir werden Adam haben. Der kommt sogar innerhalb der nächsten paar Wochen. Also 2-3 Wochen, glaube ich. Und es wird von der ganzen Modellpalette hoch und runter gehen, ja. Gleich nach dem Tunnel geht's weiter. Ja, apropos, meine geile Uhr, die habe ich ja schon vorgestellt auf dem Kanal. Die Seiko SRP 57K1. Oben das i drücken, dann kommt ihr direkt drin oder einfach unten auf den Link, Amazon-Link. Wie gesagt, vielen Dank für alle Leute, die bisher bestellt haben. Egal was über Amazon, es hilft mir auf jeden Fall. Macht bitte weiter so, damit könnt ihr mich supporten. Dann kann ich zum Beispiel mehr von den Sachen bestellen für die Carcare-Series. Ja? Weil je mehr ihr einkauft, desto mehr kommt er dann bei mir an. Und das Geld, das reinvestiere ich in den Kanal. Ja? Also wie gesagt, ich kriege da kein Geld. Ich kriege so einen Voucher oder so einen Gutschein oder was immer. Und den Gutschein benutze ich persönlich, um halt neue Sachen zu kaufen für den Kanal. Ja? Also die Tests, um die Carcare-Singer zu machen. Also das war wirklich sehr geil. Kauft bitte ein, wenn ihr irgendwas bestellt, über den Link unten oder in einem der Videos über die Links. Das hilft mir auf jeden Fall. Das heißt, ihr müsst nicht diese Produkte kaufen, ihr könnt irgendwas kaufen. Jeder Cent zählt. Ja? Vielen lieben Dank für euren Support. Ja, Support ist kein Mord. Ich finde diesen Hashtag wirklich sehr geil. Ja? Ich finde das irgendwie, dieser Spruch ist mega. Und wer auch immer den erfunden hat, tut mir leid, ich benutze den jetzt, aber der ist wirklich sehr geil. Ja. Und ich bin wirklich... wirklich begeistert, dass das geklappt hat mit dem. Und im Februar gibt es noch ein zweites Meeting, wo es um zwei Räder geht. Und da sieht es wirklich auch so aus, dass wir da eine Menge machen können dieses Jahr. Und das freut mich wirklich extrem. Also theoretisch, ich glaube, ich hatte mal ausgerechnet, theoretisch habe ich dieses Jahr, soweit nicht anders verplant, die Möglichkeit, also ich habe 44 Wochenenden. 45 Wochenenden, inklusive dem jetzt hier. Das heißt für euch und für mich, dass ich theoretisch 45 verschiedene Autos vorstellen kann oder ein Mix aus Autos und Motorrädern. Und ich werde auch versuchen, innerhalb der Woche dann mal was zu machen, also einfach mal einen anderen Tag frei zu nehmen und das halt, ja, vielleicht noch ein paar Urlaubstage dafür zu nehmen, dass ich das reviewen kann. Ja, also im Sommer werden wir versuchen, viel Cabrio-Reviews zu machen, wie halt geht. Da wird er auf jeden Fall wird er dabei sein, das weiß ich jetzt schon, das haben wir nämlich schon diskutiert, der MX-5, der normale, und der MX-5 RF, der neue. Und da könnt ihr euch wirklich drauf freuen, also da bin ich echt selber gespannt drauf, weil das ist für mich persönlich ein Auto, was mich sehr, sehr, sehr interessiert hat. Und es war auch, ja, zwischen Abarth und dem MX-5, da muss ich auch hin und her entscheiden. Ja, aber das wird auch mit dabei sein. Und Cabrio haben wir noch, den Cascada von Opel zum Beispiel. Und was haben wir noch für Cabrios? Ich glaube, das war es eigentlich so gewesen von der Palette. Aber egal, dafür haben wir die Motorräder noch. Ja? Und es wird dieses Jahr sehr viele BMW-Motorräder Premieren geben. Ja? Ich glaube, BMW hat irgendwie 10 oder 12 Premieren dieses Jahr. Und je nachdem, wann die sein werden, also im Winter können wir da nichts, machen, mit nichts mehr mitmachen. Aber alles, was über den Sommer hinweg kommt, solange das Wetter gut ist, wird es was geben. Eventuell wird es auch noch wirklich was sehr, sehr Geiles geben, was für mich persönlich, also das ist ja alles schon sehr geil, ja, ich muss ja sagen, ihr seht es ja an meiner Reaktion, ich bin super happy, ich bin wirklich super happy, weil ich für euch regelmäßig geilen Content jetzt kreieren kann und ich werde mir wirklich, wirklich Mühe geben, damit das wirklich so geil wie möglich wird für euch, damit ihr da Spaß dran habt, damit ich da Spaß habe und damit der Kanal, also Patrick3R1 wächst und damit auch Auto-Review der Kanal wächst und mit dem Content und regelmäßig jede Woche ein Auto oder ein Fahrzeug, was ich bewegen kann und testen kann für euch, da sehe ich wirklich positiv der Zukunft entgegen. Also dieses Jahr 2017 mindestens. Das wird auf jeden Fall sehr geil. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich werde wirklich mir Mühe geben, viel, 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 viel machen. Ja, auch versuchen, Cinematic wirklich was Geiles zu machen, also so B-Roll und sowas alles. Ich werde meine Drohne einsetzen, also das verspreche ich euch. Ja, es wird wirklich sehr, sehr geil.
Ansonsten, was habe ich noch? Also, der Kanal, habt ihr gesehen, ich habe ein neues Thumbnail gemacht, also einen neuen Kanalbanner. Den werde ich noch ein bisschen ändern, wenn es dann ein bisschen soweit ist. Jetzt Heizung wieder aus. Den werde ich ein bisschen ändern. Ja, also der Banner wird dann immer angepasst, wenn es dann mit dem Motorzeug auch richtig losgeht. Und ich habe ja jetzt angefangen, dass die Thumbnails ein bisschen attraktiver zu gestalten, um halt neue Abonnenten ja, für den Kanal zu interessieren, aber auch damit ihr schneller seht, was Sache ist. Ja, also ich habe oben in der rechten Ecke jetzt immer so einen kleinen, ja, so einen Banner drüber, wo ihr sehen könnt, was es ist. Ob es jetzt Carcare ist, ob das Abarth ist, ja, ob das POV ist, ob das ein Tested-Video ist. Also die Tested-Videos werden jetzt an sich POV-Videos. Dann wisst ihr genau, ganz genau Bescheid. Und dann wird es vielleicht noch die Technik, genau, die Technik-Talk geben. Ja, also die fünf Themen wird es auf jeden Fall geben und Motovlog. Ja, und das wird sich dann irgendwann mal einpendeln, dass ihr wisst, an dem Tag wird das kommen, an dem Tag wird das kommen und ihr wisst sofort, let's say Motovlog Mittwochabends oder Mittwochmorgens um 7.30 Uhr wird es dann immer mittwochs das geben. Also wie der Schedule aussehen wird, das weiß ich noch nicht, aber so ist das gedacht, damit ihr leichter findet, was euch interessiert. Weil ich habe halt Feedback gesehen, dass halt einige Leute interessieren Uhren gar nicht und Kamera auch gar nicht. Ist ja cool, ist ja geil. Muss ja auch nicht. Und für die Leute wird es dann auch einfacher sein, weil die dann wissen, ey, am Donnerstag komme ich zurück, da gibt es ein POV-Video. Das gucke ich mir an. Und am Montag kommt dann ein Technik-Talk. Dann kommen die Leute, die Technik-Talk haben wollen. Und die Leute, die alles sehen wollen, die wissen auch, wann was kommt. Also, ich mache jetzt Schluss. Wir fahren auf der Autobahn, wir fahren jetzt mit 100, wir haben immer noch die Sprit-Spar-Challenge. Versuch's nochmal dreimal. Wir sind jetzt bei 6,5 Litern auf 100 Kilometer angekommen. Fahrstrecke haben wir 91,1 Kilometer. Weißt du was, ich komme nochmal zurück, wenn wir genau 100 haben. Machen wir das nochmal. Also machen jetzt kurz Pause, haben knapp 9 Kilometer vor uns und dann rappen wir das Video ab. 100, genau 100. Ich dachte, wir werden es im Tunnel haben, aber hat gepasst. Also 100 Kilometer genau. Durchschnittsverbrauch 6,4 Liter auf 100 Kilometer. Mit 61 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist noch nicht das Beste. Ja, es kann auf jeden Fall besser werden. Wie gesagt, das war ja ein Mix zwischen Autobahn. Ja, ist im Autobahn waren vielleicht jetzt so 50%. Landstraße, also alles so über 70 km/h waren 35% und 50 Stadt oder 20 Stadt und 30 Landstraße, irgendwie so. Ja, rein Autobahn fahren. Ja, das sehen wir jetzt, dann haben wir einen kleinen Hügel, machen wir kurz, fahren wir kurz drüber. Oh, wir sind so eine Verkehrsbehinderung, ich war 80. Oh. Also, Ebene, so pendel dich mal ein. 80 km/h Ebene. Was haben wir? Ah, 5,7. Aber das ist 80. Und ihr seht ja, alles blättert an mir vorbei. Lieferwagen, irgendwelche Kleinbusse. Keine Ahnung. Aber gut, jetzt genug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Also, exciting, exciting, exciting News. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Es wird eine Menge Arbeit, ja, aber so habe ich es genau in Dubai gemacht. Ich habe das letzte Jahr, wo ich in Dubai war, jedes Wochenende ein Auto reviewed. Teilweise hatte ich sogar zwei an einem Wochenende. Und ich bin dann wirklich 300, 400 Kilometer mit jedem Auto gefahren. Ihr müsst mal vorstellen, wie Zeit das in Anspruch nimmt. Also, wir drehen jetzt um und fahren, das ist immer so komisch hier in Jacke, in Thun oder bei Thun. Da, wo man hin muss, fährt man entweder an Thun vorbei und fährt wieder zurück oder man fährt in Thun rein und fährt durch die Stadt. Also so lala. Aber egal. Ja, also wie gesagt, jedes Wochenende, es wird eine Menge Arbeit sein, weil ich mache ja, wie gesagt, auf dem Kanal werde ich die POV-Videos machen und auf dem Auto-Review-Kanal werde ich Englisch und Deutsch Full-Review machen. Also das sind, ja, ich schätze mal locker 10, 12 Stunden, wenn nicht mehr, an Fahrerei und Filmerei und was ich was, plus der Edit noch dazu. Aber mir macht Spaß und es macht mir Spaß, euch das zu zeigen. Und ich hoffe, es wird euch auch Spaß machen. Also, subscriben, liken, teilen. Support ist kein Mord. Kauft ein ohne Ende. Also viel ihr könnt. Verschuldet euch nicht. Bloß nicht verschulden.
Ja. Aber jede Kleinigkeit hilft, ja. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.